Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es tut mir leid, dass jetzt keiner kam in den letzten 2 Tagen, aber es ist nichts Spannendes passiert. Aber heute dachte ich mir mal so, gebe ich euch wieder mal so ein kleines Update-Video, was gerade so abgeht, was ich so machen werde. Und ja, und zwar erstmal, zeige ich euch jetzt hier mal was, ja. Und zwar sind meine Videoday-Tickets angekommen. Das finde ich wirklich mega, weil, keine Ahnung, wer von euch geht auf die Videodays in Köln, schreibt es mal unten rein. Ich war noch nie auf den Videodays und diese Karten, ich muss sagen, die sehen wirklich richtig cool aus. Also, die finde ich so nice. Ich habe die natürlich, also wie ihr seht, ich habe hier erstmal welche von 15 bis 19 Uhr an Tag 1. Nee, das ist, ja, das ist an Tag 1 auch und von 15 bis 19 Uhr, eben auch für meinen Bruder. Und eben dann an Tag 2 oder an Tag 1 der Community Day von 10 Uhr bis 14 Uhr und nochmal von 10 Uhr bis 14 Uhr. Das bedeutet, das ist für beide Tage. Oder ist es überhaupt für beide Tage? Ja, genau, es ist für beide Tage. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, vielleicht euch da zu treffen und so weiter. Wer von euch hat denn überhaupt vor, hinzugehen? Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da wirklich Leute von euch treffe oder so. Wäre natürlich mega cool, aber ich weiß es nicht. Dann ist noch was Tolles angekommen und zwar hier meine Flugtickets. Die zeige ich euch jetzt nicht. Weil sonst seht ihr ja noch, welche Flüge wir genau haben und so. Auf jeden Fall fliegen wir am 4.8. in Salzburg los. Also schon früh morgens, irgendwie so um 8 Uhr oder so sind wir dann da schon am Flughafen. Und dann geht es erstmal Richtung Düsseldorf. Und danach fliegen wir am 10.8. wieder zurück nach Salzburg eben. Freue ich mich schon wirklich sehr, sehr auf den Flug, weil, keine Ahnung, ich liebe Fliegen. Habt ihr Flugangst? Also ich habe keine Flugangst. Ich finde, wow, Fliegen ist einfach so geil. Und ja, dann mein Mikrofon. Ich weiß nicht, wer von euch sich da auskennt, aber ich verzweifle langsam. Immer wenn ich OBS starte und mit OBS aufnehme, fängt es an richtig stark in meinem Ohr zu knicksen. Und das liegt aber entweder an OBS oder an meinem Computer. Ich weiß es nicht so ganz. Ja, dann morgen werde ich mal schauen, ob ich mir meinen neuen Fernseher bestelle oder eventuell auch den neuen PC, weil ich ja meinen PC change und dann schaue, ob es vielleicht wirklich nur an meinem PC gelagen hat und so weiter. Hey Leute, wundert euch einfach nicht, was ich da gerade anhab. Ich muss jetzt eine Bestrafung machen und zwar muss ich Klowasser trinken. Wie das aussieht, seht ihr jetzt. So, okay, ich werde die Bestrafung jetzt machen und ich werde jetzt Klowasser trinken. Das Ganze. Wow. Den Gas. Dann habt ihr jetzt wahrscheinlich auch noch eine Bestrafung gesehen, die ich machen musste, und zwar Klowasser trinken von gestern. Wir haben da so ein Spiel gespielt und das war halt meine Bestrafung und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich meine, im Prinzip war es ja nur Leitungswasser, aber für mich der Moment war einfach so ekelhaft und ekelerregend. Das war echt nicht mehr schön. Ja, an sich gibt es eigentlich gar nichts mehr Neues. Ihr könnt mir, ich hatte ja Bock, wirklich jetzt vielleicht einmal in der Woche so ein Real-Life-Video zu machen, wo ich wirklich über ein Thema rede, was euch interessiert. Schreibt mir Themenvorschläge in die Kommentare und dann werde ich entscheiden, was ich mir alles so anschaue und so weiter. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, rede mal darüber, was gerade mit Griechenland los ist, oder rede mal darüber, was du über das und das Thema findest,
zwischen dem und dem YouTuber, ne? Könnt ihr mir alles schreiben, alles, was euch interessiert, schreibt es mir einfach mal rein und dann suche ich mir die besten Themen raus. Natürlich werdet ihr dann auch im Video erwähnt. Und ja, außerdem, was ich noch ganz kurz vergessen hätte zu sagen, ich habe auch einen Facebook-Account, ne? Also wenn ihr Lust habt hier, ich heiße dort einfach auf Facebook Bumstoggy. Ich habe die IP jetzt bekommen. Facebook.com/Bumstoggy. Folgt mir dort. Ich werde auf jeden Fall jetzt aktiver werden. Und ja, gut, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, macht's gut. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung nicht vergessen. Und ciao.